Ja, meine lieben Aktienfreunde, herzlich willkommen. Wir gehen nochmal in die Verlängerung mit dem Tech Crash. Ich habe nämlich gemerkt, dass bei euch so eine Tendenz vorherrscht, zumindest bei einigen, zu denken, dass man in jüngere Unternehmen investieren müsse, weil da noch die Zukunft, die Musik lauter spielt, sagen wir es mal so, während bei den großen Unternehmen wie Apple, Amazon und so weiter, nehmen wir jetzt mal die Fangaktien, mehr oder weniger die Kursgewinne schon der Vergangenheit angehören, die großen. Und wenn wir jetzt noch einen Ten-Bagger haben möchten oder so, dann sollte man doch lieber auf die jungen, dynamisch wachsenden Unternehmen setzen. Denn wenn die Unternehmen noch klein sind, dann kann man natürlich viel leichter Kursgewinne erzielen, als wenn sie bereits groß sind. Entsprechend hat man mich dann auch gefragt, ja, warum hast du jetzt PayPal gekauft und nicht Block beispielsweise? Das werde ich jetzt einfach mal auch zeigen. Und ich werde auch noch anhand von anderen Beispielen zeigen. Also der Trade Desk habe ich mir auch vorgenommen. Damit fangen wir an. Trade Desk gegen Facebook und Alphabet, die ja alle drei in der Werbung tätig sind. Und wir schauen einfach mal, ob das stimmt. Ob das jetzt wirklich auch nach den Kursrückschlägen, die wir jetzt erfahren haben, das ist auch der Tech Crash, jetzt die Zeit gekommen ist, diese jungen Wilden einzusammeln, weil da eben noch die Musik am lautesten spielt. Oder ob es nicht vielleicht sogar vernünftiger wäre, aus Risiko-Rendite-Chance auf die, ich will es jetzt mal sagen, altgedienten Veteranen, Tech-Veteranen zu setzen. Mein Name ist Thorsten Tiedt und hier, ich bin der Betreiber vom Aktienfinder, das sind wir auch schon im Screener drin. Ich gebe keine Kaufempfehlung und keine Verkaufsempfehlung ab, sondern mal ganz wichtig an der Stelle, ich sage einfach nur meine Meinung, ich tue allgemeine Grundlagen zu versuchen zu vermitteln. Und konkretisiere das anhand von verschiedenen Aktien im Rahmen der Fundamentalanalyse alles zum Nachvollziehen. Hier habe ich dann zwei Watchlists gemacht oder Merkzettel hier auf Deutsch. Einmal der Trade Desk und dann siehst du hier, dass wir da drei Aktien haben, wenn ich ihn anwende. Hier, jetzt ist es soweit. Und gucken wir mal auf die Marktkapitalisierung. Der Trade Desk und Block sind jetzt keine ganz unbekannten Nummern. Die sind schon seit 2, 3 Jahren hier in der Community, geistern die durch die Gegend. Aber wir werden jetzt sehen, im Vergleich zu Alphabet und Meta sind das immer noch ganz kleine Unternehmen. Der Trade Desk hat hier 41 Milliarden und ungefähr das, ja, ich würde mal sagen, 21-fache an Marktkapitalisierung bringt Meta auf die Waage, formerly known as Facebook, und dann nochmal mehr als doppelt so viel Alphabet. Also die sind einige Hausnummern größer. Wenn wir jetzt mal hier rüber gehen und dann schauen wir mal die Kursgewinne an, dann sieht man, warum dem einen oder anderen Investor das Mund im Wasser zusammenläuft. Wenn er an so kleine Unternehmen wie The Trade Desk denkt, auf 5 Jahre haben wir absoluten Kursgewinn von knapp 3000% erzielt in The Trade Desk, während Alphabet und Meta hoffnungslos abgeschlagen sind. Mit Alphabet hast du 270% gemacht. Also dein eingesetztes Kapital nicht mal vervierfacht und mit Meta nur 183%. Und Trade Desk halt hoffnungslos oben drüber. Wenn man sich der Trade Desk mal so ein bisschen anschaut, oder bleibt man noch bei den Kennzahlen da oben, jetzt könnte man ja denken, okay, das bestätigt ja die Kursgewinne, meine Annahme oder die Grundannahme, dass diese kleinen Unternehmen einfach viel, viel schneller wachsen und dass da einfach viel mehr zu holen ist als bei den großen Unternehmen. In der Vergangenheit war es das so, bei The Trade Desk jedenfalls. Wo kommt es her und wird es Bestand haben? Das ist jetzt die Frage. Vor allem, wird es Bestand haben? Ist es wahrscheinlich, dass wir auch bei The Trade Desk eine Outperformance sehen werden? Kommen wir gleich drauf. Was ich hier nochmal noch zeigen möchte, ist die Umsatzentwicklung, weil man könnte ja meinen, wenn man so starke Unterschiede bei der Performance hat, und der Trade ist ja ein kleines Unternehmen ist, dann müssen ja die Umsätze viel, viel schneller wachsen als bei Alphabet und Meta. Ist das so? Hier siehst du es. Und ja, der Umsatz auf die letzten 5 Jahre im jährlichen Mittel ist bei der Trade Desk um 43% gestiegen und bei Meta nur um 34% und bei Alphabet nur um 23%. Also ja, der Trade Desk ist schneller gewachsen. Aber es sind jetzt keine so exorbitanten großen Unterschiede, wie man annehmen könnte. Fast ein doppelt so hohes Wachstum tatsächlich bei der Trade Desk als bei Alphabet. Aber tut das eine Performance auf 5 Jahre rechtfertigen, die sie quasi
mehr als 10-mal so hoch ist bezüglich der Kursgewinne? Das ist die Frage. Und wenn ich jetzt das Umsatzwachstum anschaue, das geschätzte, auf das laufende Geschäftsjahr, dann macht es überhaupt keine Unterschiede mehr oder kaum noch. Da liegt Traders nur noch ganz, ganz leicht vorne beim Umsatzwachstum. Und man sieht, dass das Umsatzwachstum der beiden Altgedienten sich sogar beschleunigt im Vergleich zu dem, was vor 5 Jahren im Mittel gewesen ist. Das stellt ja dann auch mal ein bisschen in Frage, ob es tatsächlich so ist, dass das Umsatz und am Ende dann folgend auch die Gewinndynamik tatsächlich bei großen Unternehmen abflachen muss, wenn man das jetzt mal so sieht. Auf jeden Fall ganz zentrale Botschaft hier, das Umsatzwachstum ist gar nicht so viel höher als bei den bereits sehr großen Konzernen. Wie kann es dann aber sein, dass bei der Trade Desk wir so hohe Kursgewinne erzielt haben? Das lösen wir jetzt und es geht ganz gut zu sehen mit den Multiples bzw. dem KUV. Und was wir hier nämlich sehen, ist eine brutale KUV-Expansion. Das heißt, Kurs-Umsatz-Verhältnis, wie viel Dollar bezahle ich für einen Dollar Umsatz? So kann man sich das Ganze vorstellen. Und am Anfang war es so, dass du 2 Dollar bezahlt hast für einen Dollar Umsatz. Das war noch 2016 der Fall und dann auch nochmal im Jahr 2018 bis hier, Mitte knapp 2018, hatte eine Traders ein KUV von unter 5, hast du 5 Dollar bezahlt, sozusagen für einen Dollar Umsatz. Und dann, also momentan, bezahlst du rund 41er KUV. Du bezahlst also tatsächlich 41 Dollar für 1 Dollar Umsatz. 41 Dollar. Teil Spitze waren sogar hier über 55, ein KUV von 55. Und das ist natürlich schon krass. Und diese KUV-Expansion, die kommt natürlich dazu, die hat dazu geführt und das erklärt, warum der Kurs so stark gestiegen ist, in Verbindung mit tatsächlich steigenden Umsätzen. Also wir haben hier ja tatsächlich dynamisch wachsende Umsätze und diese Umsätze wurden immer höher bewertet, die waren quasi immer mehr wert für die Aktionäre. Ist das rational? Wenn wir die Margen uns angucken, gucken wir mal die operative Marge an und da sehen wir was? Dass der Umsatz eigentlich immer weniger wert wurde. Also wir waren hier bei 1,7%, okay. Die sind übrigens börsennotiert seit 2016, aber wir haben ja schon Zahlen von vorher. Dann war die operative Marge aber sehr viel höher und dann ging sie eigentlich die ganze Zeit nach unten. Spitze war sie bei 33,6%, hat jetzt gerade hier einen Zwischenhoch und soll dann wieder runtergehen auf 16%. Und diese 16,5% sind sozusagen dann das historische Tief. Wenn wir mal hier das erste Jahr des Daseins quasi, des fundamentalen Daseins mal weglassen. Und das hätte eigentlich dazu führen müssen, so rein logisch betrachtet, rein fundamental betrachtet, dass die Umsätze eher weniger wert wären, dass die Aktionäre eher bereit sind, weniger zu bezahlen als mehr zu bezahlen, wenn doch die Profitabilität die ganze Zeit sinkt. Hier die Nettomarge ist übrigens lustig, die steigt. Warum weiß ich nicht genau, aber die operative Marge ist eben das operative, das tatsächliche Geschäft, ohne außergewöhnliche Geschäftsvorfälle. Deshalb lege ich jetzt Wert auf die operative Marge. Und jetzt gehen wir wieder zu den Multiples. Jetzt wissen wir also, wie es sein konnte, dass wir so exorbitant hohe Kursgewinne erzielen konnten mit der Trade Desk. Die Aktionäre waren einfach immer mehr bereit, immer mehr Umsatz, immer mehr zu bezahlen für einen Dollar Umsatz quasi, ja. Und die haben auch tatsächlich mehr Umsatz gemacht und so kamen halt die exorbitant hohen Kursgewinne zustande. Und wird das jetzt weitergehen? Das ist ja die entscheidende Frage. Und damit es weitergeht, müssen natürlich zum einen die Umsätze weiter steigen. Das tun sie, weil wenn bei einem gleichen KUV die Umsätze weiter steigen, dann wird ja die Aktie auch mehr wert. Wenn ich bereit bin, 40 Dollar zu bezahlen für einen Dollar Umsatz und auf die Aktie kommt jetzt mehr Umsatz, dann steigt auch der Aktienkurs. Und das andere wäre aber natürlich die KUV-Expansion, wie ich es genannt habe, also dass das KUV immer höher wird. Und da habe ich jetzt aber meine Zweifel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt 5 Jahre zurückgehen, jetzt sind wir quasi Anfang 22, dann müssen wir jetzt auf Anfang 2017 zurückgehen, dann wären wir hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das KUV, hier sind wir sogar, dass das KUV
sich erneut verzehnfachen sollte, wo wären wir denn? Dann wären wir ja bei 400. Dann wären wir beim 400er KUV. Da hätten wir auch schon Tesla längst hinter uns gelassen beispielsweise. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, dieses Element, diese KUV-Expansion fällt flach für mich. Das heißt, wir werden nur noch höhere Bewertungen haben können über die steigenden Umsätze in erster Linie, aber nicht mehr über diese KUV-Expansion. Das heißt, wir werden meiner Meinung nach diese exorbitant hohen Kursgewinne nicht mehr sehen. Man muss sich mal vorstellen, wenn man das hier mal anschaut, seit dem IPO 2016, ne, 2016 war der genau, haben wir im Prinzip eine Kursverdoppelung gehabt. Jedes Jahr eine Kursverdoppelung. Und ich denke nicht, dass das noch realistisch ist. Schwer zu sagen, unmöglich zu sagen, würde ich mal behaupten, was man da jetzt echt für eine Rendite erwarten kann. Man sieht ja auch, dass der Kursverlauf etwas volatil ist, so sage ich es mal diplomatisch. Man kann natürlich versuchen, mit der dynamischen Aktienbewertung hier, wir haben im Bereich einen Gewinn sogar, zu gucken, was da so drin ist. Hätten wir hier im Bereich des KGV im Schnitt von 63 und aktuell ist 107, also auch hier eine KGV-Expansion sozusagen. Wenn man dann mal schaut, hier sind dann immer die Schätzungen, 16 Analysten, 8 Analysten, hier noch, schätze noch ein Analyst für 2024. Dann gehen wir mal auf hier 2023, Renditeerwartung, fairer Wert bei 73 Dollar, wäre aufs Jahr eine Renditeerwartung von -11%, was ich sogar halbwegs für realistisch erachte. Aber man weiß nie, was der Markt draus macht. Also die Aktie kann natürlich auch wieder zulegen und das KUV kann plötzlich bei 50 oder 60 sein. Also das weiß ich natürlich nicht. Ich hätte natürlich dann meine Meinung darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber der Markt sieht es ja ab und zu anders und man sieht ja auch, dass der Markt auch immer wieder seine Meinung ändert, indem er die Aktie hochschickt, dann wieder runterschickt und dann schickt er sie wieder hoch und dann schickt er sie wieder runter und so weiter. So, und im Vergleich dazu haben wir dann Alphabet oder Meta, zwei andere Unternehmen, die fundamental auch hervorragend aussehen, wenn man sich die Gewinnentwicklung anschaut, hier die Umsatzentwicklung, habe ich die Margen haben wir ja schon angeguckt, sieht alles halt so hervorragend aus und da ist ja, gucken wir uns die Umsätze an, aber auch die Gewinne, da ist ja jetzt erstmal so, schon rein optisch auch, keine Verlangsamung irgendwie zu erkennen, ne? Dass da jetzt das Wachstum abflacht. Vielleicht ein bisschen mehr bei Meta, die ja auch nicht ganz zufällig jetzt das Geschäftsfeld umstellen, in diesem Zuge auch den Namen, die mit dem ins Metaverse rein wollen. Und die Cashcow ist natürlich nach wie vor Social Media. Aber es ist jetzt nicht so, dass da kein Gewinnwachstum mehr wäre, beispielsweise, oder kein Umsatzwachstum. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir jetzt mal die Bewertungen vergleichen dieser drei Unternehmen, wie das aussieht. Weil das ist ja wichtig, wenn ich eine Aktie heute kaufe und ich verkaufe die total überbewertet, dann kann ich ja damit rechnen, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich dann, wenn die Aktie korrigiert, halt im Minus bin und hohe Bruchverluste habe. Gucken wir uns mal den Vergleich an und dann schauen wir hier mal, ich kann hier auch Facebook eingeben, hier finde ich das und dann hier Alphabet können wir auch eingeben. Und das ist jetzt, wie ich finde, auch sehr interessant, weil man sieht, wie hoch das KUV ist im Vergleich von der Trade Desk, im Vergleich zu Meta und Alphabet. Das ist, sage und schreibe, fünfmal höher. Also man bezahlt fünfmal mehr für einen Dollar Umsatz bei der Trade Desk als bei Meta und Alphabet. Was man sieht, ist dann, dass dann historisch quasi das Umsatzwachstum doch etwas stärker sein soll bei der Trade Desk. Deshalb geht das KUV schneller nach unten. Aber das allein rechtfertigt diese hohe Diskrepanz meines Erachtens auf keinen Fall, weil wir ja auch noch gesehen haben, dass die Margen, also das, was hängen bleibt vom Umsatz bei der Trade Desk, ja unter dem liegt von Meta und Alphabet. Auch interessant, wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann war es so, dass der Trade Desk früher nach dem IPO das niedrigste KUV hatte von allen dreien. Die hatten damals ein KUV, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil mein hübscher Kopf davor ist. Die hatten ein KUV von 2,6. Meta hatte eins von 12,5 und Alphabet von 6,5. Und Alphabet und Meta haben sich jetzt angepasst. Die liegen fast, sind im Prinzip fast gleich teuer und die entwickeln sich auch anhand des KUVs fast identisch. Die liegen fast auf einer Linie tatsächlich. Aber dann haben wir hier auch noch bis ins Jahr Mitte 2018, Mai 2018,
war der Trade Desk immer noch relativ günstig, beziehungsweise die günstigste von allen dreien. Und dann hatten wir hier diesen ersten Ausbruch hier und dann diesen zweiten Ausbruch, wo wir jetzt im Prinzip immer noch sind, in einer sehr, sehr volatilen Seitwärtsbewegung. Und aus dieser Sicht deutlich günstiger bewertet Meta und Alphabet. Und wenn man da jetzt mal in die dynamische Aktienbewertung reingeht, weil die kann man wirklich schon schön bewerten und sich mal guckt, was da zu holen ist, da können wir mal hier den fairen Wert, das ist eigentlich egal, bereinigter oder bilanzierter Gewinn, wird sich nicht groß unterscheiden. Und dann sieht man, dass die Aktie hier ja, leicht überbewertet scheint. Man kann aber noch hier leicht nachjustieren und die unter 20er KGVs rausmachen, weil man sagt, die sind nicht repräsentativ. Momentan haben wir ein KGV von 28 bzw. 24 bereinigter Gewinn. Nehmen wir die mal raus, dann gehen wir hier hin. Dann ist es noch etwas repräsentativer und dann sieht man, wie die auch nach oben gehen. Und anhand des bilanzierten Gewinns ist die Aktie beispielsweise schon fair bewertet. Zoomen wir mal ein bisschen näher rein, machen das hier raus und dann sieht man hier irgendwo der faire Wert der Aktie zwischen 3,2 und 3,5 Dollar. Man kann aber mal das hier nehmen, aber den fairen Wert bereinigt raus. Dann hätten wir 8,5% Renditeerwartung aufs Jahr. Relativ niedrig, da wäre es denn drin, 4,2 jährliche Renditeerwartung bis 2023 aufs Jahr bei Alphabet. Wenn man sich das hier anguckt, ich muss nur mal schauen, ob ich hier das auch richtig gemacht habe. Ja, soweit. Ist jetzt nicht so riesengroß, gebe ich jetzt gerne zu. Irgendwo Rendite zwischen 4,5 und 8% pro Jahr ist eher so im Mittel, was man halt mit Aktien so erzielen kann. Aber das Risiko meines Erachtens ist auch deutlich niedriger. Gucken wir uns mal kurz an, wie es bei Meta aussieht. Und da gucken wir uns das Ganze hier an. Da sehen wir jetzt, dass, dass die Aktie stark unbewertet wäre. Kommt aber hier durch diese Multiples hier zustande, die sehr hoch waren, 60er Multiples. Hier sitzt es dann plötzlich auf 33, momentan 23. Würde ich das hier nehmen, diesen Zeitraum. Und dann sieht man, dass die Aktie mehr oder weniger fair bewertet ist, scheint. Gucken wir nochmal hier, was wir hier für eine Renditeerwartung haben. Also fairer Wert zwischen 385 und 405 US-Dollar. Im Jahr 2023, da hätten wir hier aufs Jahr, stapeln wir mal ein bisschen tief, 7,3% und auf dem bilanzierten Gewinn hätten wir wahrscheinlich so um die 10%, schätze ich mal, 10,2%. Also ein bisschen mehr bei Facebook und bei, ja, gut. Und das ist halt eben nicht der Ten-Bagger, auf jeden Fall nicht innerhalb weniger Jahre, aber, wie ich meine, deutlich niedrigeres Risiko. Deshalb, also, ich würde jetzt erstmal, wenn man mich zwingen würde, eine Aktie zu kaufen, dann würde ich entweder Alphabet oder Meta holen, aber nicht Trade Desk, weil ich nicht glaube, dass dieses hohe KUV unbedingt gerechtfertigt ist, beziehungsweise geschweige denn dauerhaft steigen wird. So, das war das und dann möchte ich noch was zu Block sagen. Dann haben wir hier auch einen Merkzettel, da siehst du schon die Aktien. Block hat sich eigentlich, Block ist auch ein Ten-Bagger hier auf 5 Jahre, Performance von 1100%. Und da gab es auch einige, die haben sich für Block entschieden, haben die haben Block gekauft. Was die machen, die haben im Prinzip ja Einzelhändler als Kunden, beziehungsweise Händler als Kunden, sagen wir es mal so. Da sind sie gekommen, hergekommen. Wir können auch mal hier reingehen in den Segmenten, sieht man sehr schön hier unten. Dieses Transaction-Base, das waren, als wir angefangen hatten, 2012 hier, haben wir jetzt ab 2012 Zahlen, da waren die Umsätze in erster Linie die von Händlern und da hat man dann Transaktionsgebühren verlangen können. Man hat also eigene Hardware gehabt, die Händlern zur Verfügung gestellt, auch günstig verkauft. Ist jetzt auch ein eigenes Segment Hardware, wenigstens gewesen, die haben es wieder geändert, die Reporting kommen wir gleich drauf. Und da konnte man eben dann mit diesem rechteckigen Ding, von daher auch der Name Square, dann Online-Bezahlung entgegennehmen. Super Sache für kleine Läden wie Friseure oder was weiß ich, was es alles gibt, Metzger, was gibt es denn alles, so kleine Einzelhändler, Blumenläden und so, die vorher eben keine Kartenzahlungen beispielsweise annehmen konnten. Und was man dann sieht, ist, dass immer mehr Geschäftsfelder dazukamen, auch im Rahmen von dieser Cash-App. Die Cash App ist eine App fürs Handy
Und das ist schon so wie eine kleine Bank. Die haben auch mittlerweile eine Banklizenz. Du kannst da Geld überweisen an deine Freunde. Du kannst sogar Aktien kaufen. Du kannst sogar Bitcoin kaufen. Da kommen wir später nochmal drauf. Thema Bitcoin und Blockchain bei Block. Nicht zufällig umbenannt. Und die haben jetzt das Reporting dann umgestellt. Und die Cash App, die ist jetzt für 63% und so fast für 2/3 der Umsätze verantwortlich. Das heißt, Leute wie du und ich, normale Konsumenten, die sind für 2/3 des Umsatzes verantwortlich und knapp 1/3, nein, etwas über 1/3, das machen noch die Händler. Und dann sieht man das Ganze auch hier grafisch, wie sich das aussieht. Und da sieht man eine enorme Umsatzsteigerung. Was man auch sieht hier, ist, dass die Händler deutlich profitabler sind, dieses Geschäftsfeld, etwas mehr als doppelt so profitabel, 42,7% Marge und 20,5% Marge die Cash App. So, gucken wir uns mal hier die Multiples an, ein fairer Wert, also die Bewertung, was ja wichtig ist, um herauszukriegen, ob die Aktie jetzt sozusagen ein Kauf ist. Oder wir können auch ganz kurz in den Qualitätscheck gehen, was wir da sehen. Hier sehen wir auch schönes Umsatzwachstum. Hier mal gerade eine gewisse Entschleunigung, bevor es wieder schneller aufwärts gehen soll. Square ist auch ein Square Block ist auch ein zyklisches Unternehmen tatsächlich, weil die halt viel im Einzelhandel oder unterwegs sind. Die fördern den Einzelhandel tatsächlich. Das heißt, sie katapultieren den Einzelhandel ins digitale Zeitalter, indem sie eben Online-Zahlungen ermöglichen. Und sie haben auch Kredite vergeben, beispielsweise während Corona. Sehr unbürokratisch und sehr flexibel, auch insbesondere bezüglich der Rückzahlung. Das war dann nämlich an die Umsätze gekoppelt. Das heißt, die Rückzahlung der Kredite, wenn du viel Umsatz gemacht hast, hast du mehr zurückbezahlt, als wenn du wenig Umsatz gemacht hast. Das ist natürlich eine super Sache. Auch die Bilanz sieht gut aus soweit. Haben so viel Cash, dass sie fast die gesamten zinstragenden Schulden zurückbezahlen könnten. Also soweit alles okay. Auf die Gewinnentwicklung schaut man eh nicht pro Aktie bei solchen jungen Unternehmen. Da ist man froh, wenn der Cashflow positiv ist, was er ja hier ist. Da ist man froh, wenn der Cashflow positiv ist und alles andere ja, nicht so wichtig. Man sieht auch hier, dass der Free Cashflow positiv ist und an der Tilgungskraft. Und wenn wir hier die Multiples uns anschauen, hier die Multiples uns anschauen, da hat jemand eine Bemerkung gemacht bei uns auf Facebook in der Gruppe. Und zwar hat er gesagt: Boah, da haben wir jetzt hier KGVs von 160 und beziehungsweise bereinigter Gewinn, also dieses braune hier von knapp 100 oder KCV von 107. Und die Multiples sagen eigentlich, dass die Aktie jetzt günstig wäre, aber das ist ja irgendwie gar nicht günstig, so ein hohes Multiple. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Da kommen wir gleich drauf. Hier Square. Und du siehst tatsächlich der Block. Du siehst tatsächlich, das durchschnittliche KUV war 5,6. Seit dem IPO. Momentan sind wir ein bisschen drunter, sind wir hier bei knapp 5, bei 4,8. Von daher erscheint rein so mathematisch betrachtet die Aktie tatsächlich leicht unterbewertet zu sein. Was auffällt im Vergleich zu Trade Desk übrigens, Trade Desk hatte ein 40er KUV und Block hat gerade 4,8. Warum ist die ist ja also viel günstiger bewertet? Da zahle ich ja nur knapp 5 Dollar, ja knapp von 5 Dollar für 1 Dollar Umsatz. Kann man aber auch rechtfertigen bzw. plausibilisieren, wenn man sich die Margen anschaut. Die Margen sind nämlich extrem schwach. Knapp 3% operative Marge momentan. Soll sogar noch sinken auf 1% auf 1, und 1,36% dann im Geschäftsjahr 2022. Das heißt, die machen zwar hier, die haben zwar einen Cashflow pro Aktie, aber wenn man das gesamte Unternehmen anguckt und sich die Margen anschaut, dann sieht man, dass Block extrem margenschwach ist. Und deshalb ist der Umsatz auch definitiv deutlich weniger wert als der Umsatz jetzt beispielsweise von Trade Desk. Also deshalb kommt dann auch so oder so, kann man die niedrigen, in Anführungszeichen niedrigen KUVs plausibilisieren. Was jetzt interessant ist, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben ja jetzt noch PayPal als Vergleichsaktie. Und die nehmen wir mal rein und dann schauen wir uns mal hier die Bewertung an. Sieht dann so aus. Was da auffällt, ist erstens, dass Block
sehr volatil ist beim KUV, hat in erster Linie mit der Kursentwicklung zu tun tatsächlich. Wir haben hier mal Phasen, wo Block deutlich höher bewertet war als PayPal vom KUV. Und dann haben wir jetzt aber wieder Phasen, wo sie günstiger bewertet sind. Und wir haben allgemein hier die Phase, wo beide Aktien über die Stränge geschlagen haben, wo der Aktienkurs also von beiden Aktien mal relativ teuer war. Und wir haben jetzt bei beiden Aktien die Korrektur. Und bei PayPal haben wir momentan ein KUV von 9. Und da haben wir jetzt quasi noch eine leichte Überbewertung, wenn man es arithmetisch nimmt. Wobei man ja nicht immer so blauäugig sein darf, genau nicht wie in der dynamischen Aktienbewertung hier, dass man einfach den kompletten Zeitraum nimmt. Man müsste schon so realistische Zeiträume wählen. Also dass wir wieder bei PayPal KUV kriegen von unter 4, ist eher unwahrscheinlich. Sondern wenn schon hier irgendwo anfangen und dann haben wir hier bei PayPal 8,6er KUV, da sieht man, das ist im Prinzip jetzt genau im Schnitt seit Ende 2018, ist irgendwo realistisch. Warum habe ich jetzt PayPal den Vorzug gegeben vor Block? Weil PayPal für mich halt deutlich bewährter und sicherer ist als Block. Block hat die Namensänderung, tut es schon nahelegen, jetzt ein Fokus, und hier müsste es auch stehen, die haben jetzt diverse Geschäftsfelder, die den Fokus legen auf Blockchain-Technologie und auf Bitcoin als Kryptowährung, als führende Kryptowährung. Ist ja so eine Glaubenssache, beziehungsweise bezüglich der einzelnen Kryptowährungen, welche Währung jetzt quasi das Sagen hat. Wenn es nach Jack Dorsey geht, ist es eindeutig der Bitcoin. Und ich persönlich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich habe Bitcoin im Depot, aber Bitcoin ist so irgendwie nicht ganz zeitgemäß, was dieses Proof of Work angeht, was sehr energieintensiv ist. Und zuerst sind die Miner verscheucht worden aus China, dann sind sie nach Kasachstan, dann haben sie in Kasachstan für Stromausfälle gesorgt, dann sind sie da auch wieder verscheucht worden. Es ist einfach ein bisschen problematisch, auch ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und was du auch nicht machen kannst, ist halt nur ein Wertaufbewahrungsmittel quasi, Bitcoin. Und da kannst du halt viele Sachen nicht machen. Du kannst halt die ganzen Smart Contracts nicht machen, Staking meines Wissens kannst du auch nicht machen. Und wer weiß, wie lange es dauert, bis Bitcoin auch auf Proof of Stake kommt, wie lange das dauert, bis sie das ändern. Ethereum ist ja schon dabei. Das wird wahrscheinlich schneller gehen. Das ist auch spannend, ob die das schaffen, ob das reibungslos verläuft. Ich hoffe das mal, weil ich auch ein bisschen in Ethereum habe. Jedenfalls ist das eine Geschichte, die für mich hat sicherlich auch irgendwo ein Potenzial, aber bis ob sich dieses Potenzial entfaltet und wann in Form von Kursgewinnen beziehungsweise in Form von Gewinnen, Unternehmensgewinnen, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und deshalb ist es für mich einfach ein relativ hohes Risiko, während bei PayPal, da weiß man einfach, sage ich mal, was man hat. Die haben extrem viele Überschneidungen zu Block, Online-Bezahlung, Kreditvergabe, dann auch diese erweiterten Dienstleistungen für die Händler, dass sie da auch Marketing mitmachen können, Rechnungen erstellen können und das Ganze, was teilweise auch bei The Trade Desk geht, man sieht, da sind also wirklich sehr viele Überschneidungen. Dann haben wir auch so eine Art Cash-App, Venmo, bei PayPal, da kannst du auch deinen Freunden Geld schicken. In den USA kann man mittlerweile auch Bitcoins kaufen, wenn ich mich noch richtig erinnere, mit PayPal. Also das überschneidet sich alles irgendwo. Und weil ich es jetzt in der Richtung weniger abenteuerlich mag, habe ich mich für PayPal entschieden. Auch weil hier die Aktie auch relativ leichter zu bewerten ist. Hier haben wir Block. Da kann man mal gucken. Nehmen wir einfach mal hier den Fernwert drüberlegen. Das sieht man zwar, okay, da kommt was raus, was soweit plausibel erscheint, aber es ist trotzdem etwas schwerer zu bewerten als jetzt PayPal, wo schon alle Anzeichen oder ja, wo schon alles dafür spricht, dass wir hier eine Qualitätsaktie haben, die man relativ einfach bewerten kann. Wenn man jetzt den Fernwert bereinigt drüber legt, dann sieht man, okay, mit einem
42er fast KGV bereinigt, ist die Aktie jetzt erstmal deutlich günstiger bewertet aus KGV-Sicht als Block. Und dann haben wir so eine positive Renditeerwartung von 9,4% im Jahr für die nächsten 2 Jahre. Und das ist für mich hinsichtlich Chance-Risiko schon soweit durchaus attraktiv. Wir haben ja mittlerweile halt Bewertungsniveaus bei vielen Tech-Aktien, wo man halt nicht erwarten kann, dass man da jetzt wieder in kurzer Zeit einen Ten-Bagger kriegt. Viele Aktien sind heiß gelaufen und so weiter. Und bei PayPal habe ich mir gesagt, okay, da sehe ich durchaus Chancen. Ich habe die Aktie auch ein bisschen günstiger gekriegt hier bei 183. Also bei mir wäre jetzt die Renditeerwartung dann ja 10,7. Also kein großer Unterschied. So, deshalb habe ich mich also für PayPal entschieden. Worum es mir jetzt nochmal geht, warum ich TradeDesk hochgeholt habe und Block hochgeholt habe, das ist einfach, um zu zeigen, dass man, dass dieses Narrativ, dass man so die jungen Wilden quasi in die investieren muss, weil die großen Altgedienten, da ist im Prinzip der Zug schon abgefahren, da ist nicht mehr viel rauszuholen, dass das nicht unbedingt stimmt. Also da muss man auch nochmal unterscheiden, eben zwischen dem Unternehmen an sich. Sowohl Block als auch der TradeDesk sind solide Unternehmen, deren Geschäftsmodell absolut für mich nahezu nachvollziehbar ist und auch sinnvoll ist. Auch jetzt bei Block diese Blockchain-Sachen nicht so richtig beurteilen kann. Aber im Prinzip, also solide Unternehmen, auch die Bilanz ist solide, davon zu trennen ist die Bewertung. Und bei The TradeDesk ist es jenseits von Gut und Böse. Bei Square ist nach dem KUV jetzt halbwegs günstig, aber wir haben gesehen, dass die Margen extrem niedrig sind. Da müsste man tiefer eintauchen, ob das nicht ein Risiko ist. Und zum anderen sind dann auch trotzdem die Multiples auch anhand vom KGV und so weiter nicht gerade die, was auf eine günstige Bewertung von Block hinweist. Und insofern, ich würde in beiden Fällen lieber auf die gestandenen, altgedienten Tech-Aktien setzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Und schreibt mir gerne Kommentare unten rein. Und vielleicht gibt es noch eine andere Tech-Aktie, die ihr auch gerne gecovert haben möchtet. Könnt ihr dann auch unten reinschreiben. Vielleicht nehme ich mich dem ja auch noch an. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und natürlich frohe Weihnachten, noch gute Tage, Restbörsentage, sind ja nicht mehr allzu viele und dann einen guten Start ins Börsenjahr 2022, wenn man sich bis dahin nicht mehr sieht. Ciao!